السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم liebe Brüder in Islam, mashallah, willkommen zu eurem Verein, willkommen zu eurer Moschee, willkommen zu eurem Ziel. Manchmal sieht man so, wir sind nicht so viel, wie wir sein sollten. Aber wie sollen wir diese Sache nehmen? Wie sollen wir denken, Allah subhanahu wa ta'ala, jeder, der hier ist, er hat uns erlaubt, dass wir hinkommen. Das heißt, von allen Afrikanern, von allen Muslimen, die sogar noch mehr machen als wir, die noch bessere Wissen haben als wir, noch mehr Wissen als wir haben, Allah hat denen nicht erlaubt, hier zu sitzen. Diese kleine Menge, jeder von uns, Allah hat ihm ausgewählt, dass er hier hinkommt. Wofür? Damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm belohnen kann. Möge Allah diese Mühe, diese Schritte, diese Sitzen zusammen, möge Allah das annehmen. Wallahi, liebe Brüder, hier, keine kommt hier mit seinem Kraft. Keine sitzt hier mit seinem Wissen, mit seinem Wille sogar. Nein, nur wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala. Da sind die Leute, die wir nicht mal denken, dass die kommen, die sind da. Weil Allah wollte so und die sind gekommen. Deswegen, jeder soll dankbar gegenüber Allah. Jeder von uns. Sollten wir, wallahi, viel, viel dankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht leicht, hier in Deutschland, den zu praktizieren, dass man sein Gebet machen kann, dass man seine Adhkar machen kann, dass man Leute besuchen für Allah, dass man viele Sachen machen für Allah, ist nicht leicht. Was denkt ihr, diejenigen, die sagen, wir vorbereiten solche Sachen für die anderen? Was denkt ihr denn? Die Leute, die sagen, nicht nur mein Gebet, sondern ich mache Mühe, damit die anderen Leute eine Stelle haben, wo die beten kann. Nicht nur meine Adhkar, damit die Leute woanders haben, einen Platz haben, wo die den Adhkar richtig machen kann, Koran lesen kann. Damit nicht nur meine Kinder, aber damit wir versuchen, so eine Schule bauen, so eine Madrasa bauen, dass jeder Afrikaner, der Wunsch hat, sein Kind ihm beizubringen, den beizubringen, Koran beizubringen, dass sie diese Möglichkeit haben. Was denkt ihr an dieses Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt für diese Arbeit? Deswegen, ihr seid alle hier. Und wir haben so viele Sachen heute, inshallah, euch zu präsentieren, euch zu sagen, damit jeder bewusst ist, wie die Leute, die hier sind, was haben die als Ziel und was wollen die von uns und was machen die, was brauchen die, was kann ich für diese Leute also machen, was kann ich für diese Stelle machen, für diesen Verein machen, für die Moschee machen. Dafür sind wir heute. Deswegen ein bisschen Geduld, inshallah. Jetzt, wir gehen in so unsere Sachen drin, inshallah. Werde unser Präsident, der hier neben mir sitzt, inshallah, uns ein bisschen was sagen über die Verein, inshallah. Und dann unsere Geschäftsführer, das ist unsere Kassenprüfer da, das ist unser Sheikh, unser Imam hier, unser Sheikh, der aus Wuppertal kommt, subhanallah. Der kommt aus Wuppertal, der kommt uns besuchen und mit unserem Bruder Koli, mashallah, Leute kommen von Una, von Gesing, von Essen, von Mülheim an der Ruhr, von Köln, von nicht weit von Aachen, von Mönchengladbach. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, er will so. Er will, dass die Ummah zusammenkommen. Mit allen Schwierigkeiten, was wir haben heute. Ich glaube, jeder hat so viel zu tun, gelassen, damit er hier sitzen kann. Viel. Wir haben alle viel zu tun. Aber Allah wollte, dass wenn der Präsident will, inshallah, ein bisschen uns erklären. Und dann kommt der Geschäftsführer, inshallah. Und wir haben unsere Fadilatu Sheikh,
Tunkara, inshallah, der hat Medina studiert, inshallah, und der hat Wille. Der hat voll Wille, was hier zu machen. Das ist eine Sheikh, die Leute in Spanien, die bereuen ihn, weil der hat Spanien verlassen für Deutschland. Und wir haben diese Gold hier. Was machen wir mit ihm? Was machen wir mit ihm? Das wird alle, inshallah, Gedanken gemacht. Da sind viele Leute hier, die Wissen haben, die uns helfen, die was machen kann. Geschäftsführer wird auch da ein bisschen darüber reden. Und dann kommt er, inshallah. Und danach kommt unser Imam am Ende, vielleicht nach Maghreb. Der macht auch ein bisschen, redet ein bisschen, inshallah. Und macht er, inshallah, Dua. Und dann jeder geht mit, bitte, inshallah. Dieser Wunsch, das ist Versuch, eine Mittel zu sein. Mittel für eine Person. Bitte, inshallah. Jazakumullahu anna khaira. Prisam, bismillah. Erstmal, wir bedanken euch für eure Abwesenheit hier. Das ist nicht einfach. Manche Leute, ich glaube, die kommen von weit. Und das ist alles wegen Allah. Und wir haben hier, mein Name ist Elias, dass jeder mich kennt hier, dass ich bin der Präsident. Und ich habe eine sehr, sehr gute Mannschaft hier, wo wir arbeiten täglich über unser Ziel. Unser Ziel haben wir erst einmal geschafft, ein Masjid zu bekommen hier. Wir haben sogar zwei Masjid hier. Das ist Masjid al-Bilal. Wir haben eine kleine in 39 und hier ist 21. Und Alhamdulillah, das ist von der Bemühung von unserer Mannschaft, unser Team. Allah soll jeder, der geholfen, auch der nicht konnte helfen, alles geben, was sie wollen. Allah soll uns, dass wir das hier getroffen, Jannat Firdaus zusammen bringen da. Das ist unser Ziel hier. Alle wollen Jannat gehen. Und inshallah, mit unserer Möglichkeit, wie unser Chef Idris gesagt, Islam in Islam ist nicht nur, du sitzt und du denkst, du kriegst Jannah. Jannah ist nicht einfach, wie man denkt. Man muss dafür kämpfen. Man muss alles tun. Mit Seele, mit was man hat und alles. Und ich sage euch, wir bedanken euch sehr herzlich, dass ihr hier seid. Hier mit unserem Geschäftsführer werde auch erklären, wie der Verein ist und alles rum und dran. Wir haben auch Sheikh Jagana, unser Sheikh, unser Imam hier, der werde auch kommen und dann Adua für uns machen. Ich sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullah, jazakallah khair, Präsident und Sheikh Idris, für die ausführliche Erklärung. Ich denke, heute Alhamdulillah, ich habe viele Geschichten gesehen, die ich fast noch nie gesehen habe. Alhamdulillah, auch der Aufruf war sehr, sehr, sehr kostenlos. Viele Anwesende. Und dafür mussten wir euch erstmal bedanken, wie unser Präsident gerade gesagt habe. Willkommen zu unserer Vollversammlung. Wir nennen das Veranstaltung, weil wir wollen unseren Verein an die Afrikaner präsentieren. Also mein Name ist Babu Kartura, ich bin der Geschäftsführer, seit wir diesen Verein gegründet haben. Und wir haben damals Ziele definiert. Wir haben unsere großen Brüder, die haben einige von uns gewählt. Nicht, weil wir klug sind oder weil wir vielleicht mehr Ahnung von denen haben. Nein, die haben uns nur gewählt, weil wir denken, wir sind der Übergang von den Erwachsenen zu der jüngeren Generation, damit wir diesen Weg und diese Botschaft an die jüngere Generation bringen können, damit die viele in der Gemeinde reinkommen kann. Wir müssen dran denken, wir sind fast die erste Generation. Und als erste Generation hier in Deutschland, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Jeder von uns, der hier ist, will irgendwann mal zu Hause, keiner will hier sterben.
Und wenn wir zu Hause sind, wir haben keine Kontrolle auf unsere Kinder. Keiner kann entscheiden, wo oder was sein Kind macht. Aber wir müssen uns fragen, was überlassen wir unseren Kindern? Ich schicke meine Kinder zur Matratze. Ihr schickt eure Kinder zu anderen Matratze. Einige schicken deren Kinder nicht zur Matratze. Unsere Kinder, genau wie wir, sind hinter anderen Leuten, die deren Verein haben, deren Masjid haben. Und was kriegen wir davon, wenn wir hier nichts hier sind? Sobald wir hier diese Schritte versagt, das war's. Man sagte, eine Kommunität oder eine Gemeinde fängt von Familie an. Man hat erstmal eine Familie, von Familie baut man eine Straße, von Straße baut man eine Community, von Community baut man ein Dorf, von Dorf baut man eine Stadt. Aber wenn die Familienlinie ist nicht mehr da, dann kannst du dieses Ziel nie erreichen. Das heißt, wir als Afrikaner, wir müssen zusammenkommen, zusammenhalten, unser Ziel definieren. Unser Ziel definieren, damit wir etwas für unsere Kinder hier unterlassen. Wir müssen nicht hinter den anderen Leuten immer abhängig sein, weil wir haben keinen Glauben an uns selber. Wir denken, wir schaffen nie was. Aber nur wenige Leute sind zusammengekommen. Haben die gesagt, die Gambianer haben versucht, hat nie geklappt. Ghana hat versucht, hat nie geklappt. Togo hat versucht, hat nie geklappt. Lass uns zusammenkommen. Senegal, Westafrika, egal wo, als Afrikaner zusammenkommen und eine starke Gemeinde bauen. Wenn alle uns hilft, von jedem Land, weniger Leute, aber nur Leute, die gleiches Ziel haben. Wenn die Herzen zusammen sind, dann werden wir dieses Ziel erreichen. So ist dieser Verein gegründet. Das ist die Basis von diesem Verein. Deswegen werdet ihr hier nur international sehen. Ghana ist hier, Togo ist hier, Benin ist hier, Senegal ist hier, Cotonou sind hier. Und seit dieser Verein gegründet ist, wir sind Freunde geworden, wir sind Familie geworden. Gambia ist hier. Heute, wir sind mehr zusammen als jeder andere. Einige von uns haben sogar Geschäftspartner in dem Verein gefunden. Wir sind zusammen in den Hut gegangen. Viel haben wir zusammen gemacht. Diese Träume wollten wir in die Gemeinde reinbringen, dass die Afrikaner wissen, dass wir haben hier etwas gebaut. Unsere Kinder sollen hier hinkommen, Madrasa lernen. Der Verein hat ein riesengroßes Ziel. Aber dieses Ziel können wir nicht machen, wenn die Gemeinde nicht so stark sind. Denn wenn die neue Leute nicht reinkommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jedes Jahr eine Veranstaltung hier organisieren, wo wir unseren Verein definieren, unsere Ziele klar definieren, damit jeder weiß, nicht nur, wenn jemand gestorben ist, wir treffen hier, einige sagen, ich habe nie von diesem Verein erfahren, ich habe das nie gewusst. Deswegen haben wir gesagt, nein, das machen wir nie wieder. Wir werden hier nie wieder treffen, nur weil Bruder X ist gestorben und dann kommen so viele anwesende Leute und dann haben wir diese Entschuldigung, das wollen wir nicht. Deswegen unser großer Bruder damals an dem Tag, sogar der Sidi, hat diesen Aufruf gerufen. Und dann haben wir das weiter in dem Verein verarbeitet. Alhamdulillah, heute hat es geklappt, dass wir heute die erste Sitzung, auch wenn die Anwesenden nicht so entspricht, aber wir sind zufrieden, Alhamdulillah. Wir haben nicht erwartet, dass sogar die Hälfte reinkommt, weil das war sehr, sehr, sehr kurzfristig. So, der Dijk-Verein ist ein deutsch-afrikanischer kultur-islamischer Verein. Wir sind jetzt fast 3-4 Jahre gegründet. Damals, wir haben immer in Masjid Omar getroffen und jeden Monat haben wir einmal dort getroffen. Da haben wir Ohringer Platz. Markus, genau. Da haben wir immer getroffen, da haben wir unser Ziel definiert, wir haben versucht, ein bisschen Geld zu sammeln, bis wir hier dieser Masjid bekommen. Dieser Masjid wurde auch an einer wegen Verantwortung haben wir das bekommen. Die haben gesehen, wir sind auf dem Weg. Wir haben einen starken Verein gegründet, wir haben den Verein registriert. Wir haben alle möglichen Kriterien erfüllt, dass man eine Masjid betreiben kann.
Deswegen hat man uns vertraut, dieser Masjid in Hand gedruckt. Es ist nicht einfach von Luft gekommen, sondern wir haben dafür, es gibt so viele hier Vereine, es gibt so viele Leute, die auch Masjid brauchen. Aber wir haben diese Verantwortung bekommen. Masjid ist für jeden. Aber die Verantwortung gehört uns, die deutsch-afrikanische Kultur, islamische Verein. Und es ist unsere Verantwortung, euch den Verein zu präsentieren, damit ihr hier wissen, wir haben ein Zuhause. Wir haben auch eine Ulama. Wenn wir Probleme haben oder egal was, wir haben ein Haus, wo wir das erledigen können. Es muss nicht nur, wenn jemand gestorben sein. Wir haben viel im Programm. Wir haben Hajj-Programm auf dem Weg. Wir haben Umrah-Programm auf dem Weg. Ich bin selber Hajj gegangen, Alhamdulillah. Ich bin mit Leuten gefahren, die vielleicht mir viel geholfen haben. Hatte ich mit diesen Leuten nicht in Hajj gewesen wäre, Wallahi, wird sehr, sehr, sehr schwer für mich. Wir gehen mit Leuten in Hajj, Arabern, anderen Ländern. Wir laufen einfach hinterher. Die reden in deren Sprache und was verstehen wir? Null. Null. Wenn die links gehen, wir gehen links. Wenn die rechts gehen, wir gehen rechts. Wenn die Geschichte von anderen Orten erklärt, wir verstehen nichts. Wir sind mit Togolesen Leuten gegangen. Die haben deren Sprache gesprochen. Manchmal Französisch. Und leider die Brüder, mit denen ich gefahren bin, die sind alle von französischen Ländern. Die haben mir super gut geholfen. Von allen Themen habe ich es richtig verstanden. Aber was ist, wenn wir unsere eigene Oma haben? Wenn wir unsere eigenen Lehrer haben, die Französisch alle unsere Sprache können, wir als Gemeinde, als Gruppe, die können uns leiten, damit wir eine sehr korrekte Hajj machen. Wenn jemand von uns gestorben, wir übernehmen unsere Leiche, waschen bis zum Heimat. Alhamdulillah, das haben wir hier geschafft. Zwei Brüder von uns, die gestorben sind. Wir haben alles übernommen, von ersten Tag bis zum Ende. Diese Verantwortung oder diese Abhängigkeit, das wollten wir zum Ende machen, dass wir selber die Verantwortung übernehmen. Unsere Kinder, wollen wir nicht, dass wir hier sterben, dass unsere Kinder nebenbei sitzen, während andere Leute uns kümmern? Ist das unser Ziel oder ist das unser Wunsch? Nein. Aber wir müssen etwas da tun. Diese Verantwortung, wenn wir da versagt, Wallahi, eines Tages werden wir das bereuen. Weil wenn du in Afrika sitzt, du hast keine Kontrolle, wo dein Sohn betet oder wo dein Kind betet oder wo deine Tochter heiraten wird. Aber wenn deine Kinder zu einer richtigen Madrasse geht, er weiß, wo seine Eltern gehört, ich denke, das wäre viel, 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 viel in deren Leben ändern. Deswegen, ich mache das ganz kurz, lieber Bruder, lass uns mit dieser Botschaft weitergehen. An die Brüder weitergeben. Wir wollen Leute in den Verein bringen, viele Leute in den Verein bringen, Verantwortung zu nehmen, damit wir eine starke und stabile und lange lebende Gemeinde haben. Wir haben hier eine kleine Masjid. Nur 14 Leute haben Namen damals eingetragen. Und die haben eine bestimmte Summe bezahlt, jeden Monat, damit wir diese Masjid bezahlen können. Wir haben diese große Halle dauerhaft jetzt gemietet, weil die anwesende Freitaggebet ist so viel, müssen wir hier Freitaggebet machen. Wenn Ramadan kommt, Tarawih, ist viele Leute. Einige Mitglieder von uns, die wohnen knapp 100 Kilometer von hier. Aber die sind sogar, wenn wir hier gemeinsame Fajr-Gebet machen oder treffen, die sind immer da. Ich frage mich die Leute, die hier in Düsseldorf wohnen. Die haben keine Entschuldigung. Wir haben Leute, die in Köln wohnen, die haben nie eine Meeting hier verpasst. Deswegen, es ist unsere Verantwortung, dieser Verein mit Herzen zu nehmen. Unser Ziel ist auch nicht nur Dien, sondern Kultur hier in Deutschland besser zu integrieren. Unsere Kinder gehen zur Schule. Wir wollen irgendwann mal, dass die sogar, wenn die Probleme haben in Mathe, wenn die Probleme haben in Deutsch, wir sind sehr, sehr stark. Es gibt einige von uns, die sind Ingenieur. Es gibt einige von uns, die sind von allen möglichen Berufsarten, haben wir hier in dem Verein. Wenn wir zusammenkommen können,
Bruder, wallahi, in jeden Ecken, in jeden Ecken kriegen wir Unterstützung unterhalb von uns. Dass unsere Kinder, die kommen hier mittlerweile und laden hier Matratze. Die werden manchmal nicht langweilig. Ihr habt gesehen, wir haben Kicks, wir haben alles. Wir wollen hier sogar eine kleine Räume machen mit Playstations. Dass die Kinder hier reinkommen, statt auf der Straße zu gehen und vielleicht verrückte Sachen zu machen, die kann in den Masjid reinkommen. Vielleicht hier mit dem Freund treffen. Ganz nah zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Als auf der Straße irgend verrückte Sachen zu machen. Das ist unser Ziel. Wir haben eine Totenkasse. Wir haben gesagt, wir sind hier. Viele von uns wollen zu Hause beerdigt werden. Kaum siehst du jemanden hier, der sagt, wer ist da, aber ich will hier beerdigt werden. Sehr, sehr wenig. Aber selbst das braucht eine Finanzierung. Selbst das braucht deine Familie Geld. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns eine kleine Kasse bauen. Ganz in der Ecke. Jeder, der Mitglied ist, soll ein bisschen in dieser Kasse sein. Für seine Familie. Für ihm selber und seine Familie. Und das ist nur 15 Euro. Wenn irgendetwas passiert, wir nehmen Geld von dieser Kasse und können wir seinen Transport nach Afrika finanzieren. Die Familie ist davon befreit. Von unerwarteten Kosten. Das haben wir alles, das läuft. Und Alhamdulillah, letztes Jahr haben wir sogar einen Bruder, der gestorben ist, nach Afrika, die Leiche nach Afrika gebracht. Das ist alles Sachen, die wir hier in den Verein haben. So, ich denke, das war's. Von meiner Seite ist es eine ganz kurze Zusammenfassung von was wir haben als Verein, was ist unsere Ziele, was ist unser Programm. Und wir wollen neue Leute haben. Unsere großen Brüder, die haben deren Aufgabe gemacht. Die haben zusammengesessen, haben die den Verein gegründet. Die haben uns die Verantwortung gegeben und eines Tages, wir wollen auch diese Verantwortung weiter an andere Leute auch übergeben. So, nur so kann der Verein wachsen. Weil wir können nur mit einer Idee, nur mit frischer Idee, neuen Leuten mit neuer Idee, neuen Leuten mit neuer Kraft. Nur so kann der Verein nach vorne bringen. Deswegen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Auch wenn du nicht kommen kannst oder du kannst keine Antwort nehmen. Aber bring jemanden, den du glaubst, kann uns weiterhelfen. Bring einfach jemanden, den du glaubst, kann uns weiterhelfen. Und wir haben auch hier, habt ihr gesehen, unser Konto ist hier. Jeder, der vielleicht monatlich Beitrag 10 Euro an unser Konto überweisen kann, wird auch sehr hilfreich. Weil wie gesagt, wir haben eine Ausgabe über 3.000 Euro. Wir haben die kleine Halle, wir haben die große Halle. Die kleine Halle ist über 1.000, hier ist über 2.000. Aber die müssen wir jeden Monat zahlen. Jeder Monat. Wir haben einige Mitglieder, die zahlen über 170 Euro jeden Monat. Und die arbeiten ganz normal wie jeder von uns. Und wir verlangen nur manchmal 10 Euro, Minimum 10 Euro. Wenn es auch nicht jedes Mal in der Meeting reinkommen kann, aber vielleicht jemand anderes zu überreden, 10 Euro zu bezahlen. Und ich selber oder von meinen Kindern. Ich denke, das können wir alle versuchen. Das ist alles von meiner Seite erstmal. Und dann übergebe das an Idris und der wird, wie gesagt, das Programm verfolgen. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also der wird auf die beste Sprache reden. Sarakhule Soninke. Ja, er redet Soninke, die beste Sprache überhaupt. Und ich versuche zu übersetzen, inshallah. Ja? Ich Übersetzung immer. Ich sag immer, wenn ich übersetze, erstens, wir sind kein Deutscher. Ich wollte diese Sachen erklären, zwei Sachen erklären, inshallah. Sidi, ich wollte zwei Sachen erklären. Der Geschäftsführer, was sie gesagt haben, für die Kassentote, der hat sich vertan, ist nicht 15 Euro, sondern 10 Euro mit Familie. 10 Euro monatlich mit Familie. Wir haben ein gutes Angebot gemacht. 15 Euro, die haben damals gesagt, ist teuer. Ja, jetzt, wir haben 15 Euro, 10 Euro gesagt, Alhamdulillah, trotzdem, Leute kommen nicht mehr, nicht immer. Hast du schon deine, ja? Hast du schon, Alhamdulillah. Also mit Familie ist 10 Euro. Alleine, ganz Jahr, nein, ganz Jahr 10 Euro, hallo? 120, ja? 120 ganze Jahre mit Familie. Das heißt, mit Frau, mit Kinder oder mit Mann, mit Kinder.
Ja, alleine ist 5 Euro pro Monat. Wenn man alleine ist hier, bezahlt man nur 60 Euro. Ja, und aber jetzt, wir erklären, wer will Erklärung haben, soll zu Geschäftsführer gehen, inshallah. Der kann ihm erklären, ganz, ganz locker, inshallah, okay? Inshallah, machen wir. Und jetzt, wir müssen was erklären, weil die Brüder. Nein, eine wichtige Sache, die Brüder, die uns damals gesagt, ist teuer. Unsere 15 Euro ist teuer, weil die waren bei Türken. Türken, die haben dann gesagt, 10 Euro, genau wie hier. Aber Türken, diese Gemeinde auf jeden Fall, die nehmen Leute nach Heimat, nur wenn die Türken sind. Die anderen, die geben nur eine Summe. Und das war nur 3.000 Euro. Deswegen, ich wollte das auch erklären, die ersten Probleme, die wir haben, der erste Bruder, der hier gestorben ist, Yarhamhullah, der war ein sehr guter Bruder, ein sehr, sehr aktiver Bruder hier in der Moschee. Wallahi, jedes Mal, wenn ich komme, ich sehe ihn von meinem Kopf, ich sehe ihn in meinem Kopf, wo Aid steht da vorne mit Regen, damit die Leute leiten, dass sie hier reinkommen, unser Bruder Lamin. Aber Lamin, bei uns war nicht so registriert, dass wir seinen Tod übernehmen können. Weil wir haben auch Bedingungen. Ne? Der hat diese Bedingungen nicht erfüllt. Trotzdem, wir müssen ihm helfen, weil diese Kassentote, was sie gehabt haben, die haben nur 3.000 Euro an seine Familien gegeben. Nicht nur das, die haben auch eine Bestattung gegeben, die sehr, sehr teuer gewesen. Deswegen, der Verein muss viel Geld sammeln, damit die Familie helfen kann. Aber die zweite, die bei uns registriert war, der Bedingungen alles erfüllt, der und seine Frau sind beide nach Gambia geflogen, ohne Problem, hin und zurück. Aber diese 10 Euro ist nicht mehr begleitet dabei. Leider, wir können nicht. Wir sind nicht reiche Leute. Wir können noch nicht. Deswegen, wir bieten 10 Euro pro Monat, damit alle Brüder hier reinkommen. Aber wir können nicht mehr wie dieses Angebot bieten. Das geht nicht mehr mit diesen 10 Euro. Deswegen, jeder soll das wissen. Inshallah. Das war kurz Erfassung, inshallah. Wer hat Frage, kann er fragen. Aber wir sind da, inshallah. Ja? Wer hat so Frage, der kann fragen nachher, inshallah. Aber wegen der Kassentote, wenn ihr sowas Wichtiges wissen will, ich bin da. Nachher kann ich auch antworten. Oder der Bruder, inshallah. Unser Sheikh Tunkara, wir haben euch gesagt, das ist ein Bruder, der viel, viel, viel verdient, arbeitet. Der hat Medina studiert, der war in Spanien und jetzt ist er in Deutschland, wo er in Spanien gewesen. Der hat für 10 Moschee, Juma gebetet. 10 Moschee, Juma gebetet. Und heute, wir können den haben, egal wann wir wollen, der macht noch mehr Mühe als wir, weil der kommt von Una. Das ist mehr als 100 Kilometer. Unser Bruder hat ihn heute abgeholt. Möge Allah den belohnen, inshallah. Der macht ein bisschen Vortrag für uns, inshallah. Lass uns Herzen offen. Ich sage immer bei Übersetzungen, inshallah, er soll mich verzeihen, weil ich werde nicht vielleicht, was er sagt, genau auf Deutsch sagen. Aber ungefähr, inshallah, möge Allah uns helfen, inshallah. Allah musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن Sado bicaga masalah ngilla tondini, masalah ngejopadi nga hutunde nga serempo gabeng kitana Allah gana yampo sumak. Oda faren tukonko sallallahu alaihi wasallama
Sirampaqe bega salli amaka analogo. Kawgati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asudo nimiya. Allah gana yampomak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahabatil kiram. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hier, der hat eine richtige Sachen gesagt. Wallahi, sehr wichtig. Der meinte, beim Sitzungen, wir machen viele, viele Fehler. Was war dieser Fehler? Wo er gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, alle haben antwortet. Aber wo er gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenige haben sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Das heißt, der Beste ist, sobald wir hören Namen von Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir sagen sallallahu alaihi wa sallam. Bitte einmal, sallu ala nabiyyina Muhammad. Wa masalam pillandinga ogari ketare be yernan kunne muslimonku imam menyi dingira suwa khofarenga da ko mogombe sallallahu alaihi wa sallam agaga tagu dingira baninga khaga alla kitabenya kharangundini agaga me kharangundini kedina aganta malaika nunga tawe igana tawe inanya kadanga ni sedanga kamanen na kahinko seresuganu kunga. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es gibt keine Sitzungen, wo wird über Allah gesprochen, ohne dass Malaika dabei sein. Jede Sitzung, wo Allah besprecht werden, wird auch Malaika dabei. Nicht nur das, die werden Zeuge für jeden, der hier sitzt, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht nur das, aber Allah redet über jeden, der hier sitzt. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa agananya aga kemmo godi sahaba nga Abdullah ibn Amr ada konanti misire nokonga muslimon arni meni wakati ni yogonu serebanen tanyini di mumini gani Allah gano kisken Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Amri Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma hat gesagt, de manchmal muslime kommen zusammen in moschee, aber keine von denen hat richtige Glauben. Idan oran ketare wuchen noronga antagillono wagati depenyani o Allah nyaga na kafarienga ado hammi bega do tagundira nati mandorangani. Wir diese Sitzung wird nicht lange. Wir verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vergibt, aber auch das, was wir wollen, uns geben. Wa ken kagana girino oran ketare asuka humantenga yati sababu kebei keseram pakke suga katu menyini Allah kanyani ona munda ona kenya topoto Allah kanga topote ne mogoke bei annabi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallama awasoda ngani nyare mogo hosrei. Also diese Sitzungen, warum sind wir hier? Es geht um Haus von Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sind wir hier. Und dieses Haus, wie man über dieses Haus kümmert, Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat uns alles beigebracht. Idan ar-rasul gari bane kotina lo Madina golli hana beganya agolunga wanka gelli Quba adanya misiri siginde nya misiri siginde mpalle aro Madina adi me misiri chigindi kempalle iriyahe mundu akanga. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wo er nach Madina gekommen ist, erstmal Quba gewesen. Und Quba, seine erste Sorge war eine Moschee. Der hat diese Moschee gebaut und dann ist er weiter nach Medina. Quba ist ein Stadtteil von Medina, aber ist nicht in Medina drin. Und dann, wo er in Medina reingekommen, die erste Sachen, was sie gemacht haben, ist diese Masjid, Masjid Nabawi. Der hat das erstmal gemacht und dann hat er Sorge gehabt über sein eigenes Haus. Alayhi salatu salam. Idan kenda ko inanti muslimo, inankatu metunu, inanyabani, inangolinya dome, misire nyani mak. Das zeigt uns, dass die Muslime, damit die zusammenkommen, damit die denen den richtig praktizieren kann, damit diese Liebeswissenden kommen, die brauchen eine Moschee. Osuranta menyini sere sukandiere. Wir können uns alle in einem Haus treffen.
oga mundana Allah ka kebe khidima osilamaru ona tanga serenga nyana musliminga am muslimaru nasiro anga nyinyeke kamadingira soa die diese haus die wir dienen wollen die haus von Allah subhanahu wa ta'ala das kann man dieses versammlung machen und jeder alhamdulillah heute der muslim ist egal wo du bist du kannst dein din richtig praktizieren lakin lojurundo yellanga no kebe ona la sama endo digamello no ota quranunya oga taunu jamanu benwa ona yellallo no kunye me yellanno imenu khay das aber heute was passiert wir suchen ausrede immer jeder von uns sucht ausrede wegen die länder wegen die arbeit wegen das aber das alles ist kein problem wie sind die probleme lianna serenga nanya munda imma agri fajrin challenga imma arawau itele honda barni hibe gagrin din fajrin challenga gellagana tinta hejenia me agananya agana tele ho kenya mogori kebe garanta gagrin din aranta gilli fajrin challe muslimon me kapeng anganta munda nantawe allanta tawe ne kwa anna dura lojuru arono dua deswegen wenn wir gucken eine der keine fajr beten will der kann normalerweise deine wecker einstellen aber der macht das nicht warum weil der einfach nicht Fajr beten will ist genauso diejenigen die will dieses Sitzung teilnehmen will der will nicht der findet immer eine Ausrede damit er hier nicht kommen kann idan har maremesu muslimin ya gananga anga Deutschland annan lato annan tinto osuana mekhili ono kitunkini mei ona golinya domi kenya ni salama gumpo sahantenga Deswegen, liebe Brüder, der richtige Islam ist egal, wo du bist in Deutschland, egal, welche Situation hast du hier in Deutschland, wir sollen zusammenkommen mit unseren verschiedenen Situationen, unseren verschiedenen Problemen, unseren verschiedenen weit wollen, inshallah. Aber wenn wir zusammenkommen, das wird leicht für uns. Idan, Kameramani Kravay Tintono, ona hoyeke ko isoronga siri, ina wari safahati nukukama, ina tosu kulantega kebe ime. Ara sahayer nan kunne nanti Dutch Afrikanische Islamische Kulturverein E.V. Masjid Bilal. Spenden, spenden, spenden. Liebe Brüder und Schwestern, wir kaufen eine Immobilie für die Moschee. Lasst uns Seite an Seite dieses Projekt gemeinsam verwirklichen verhimbega yernankunne oga mundana bangandi digande pengani o hataji tenyane misire nyano maha agai menu ya agenda ato goncha hantengari masjid bilal ke misire kundu ana provincia no gondi ato gongani Dusseldorf ke Nordrhein-Westfalen kenka debebegano debeke atoni Dusseldorf ke debe kundu misireke ana sigira ke sirenya ana debinogonya hataji ntenga katta gidanyibosu silama gukama ado gidanya garesu silama gukama anna tunanti osugule ande mandenga ona ke misire raga na khobo wananyanga silaminu chukhalenga Serebe gana hataji misire ke kobondenga uanka demandesu angana hataji katta ke misire anyi meya genyana khibaru nga igari saha angan kawantana illan kupenda bari katta banki kibare bei bo ke banki ke alhalanu nya hayere ko anyi megara nimoro keraga na wari kamera ke no gonni mogombe hibe ga kahini banki ke hoyenga asusa hante pai aure Misire keime ali hala ado nimoro nuku iya hai ureda kei anya email kibarenya Facebook kamaba anya genyana misire ke ali hala njua ikhwani o hataji ya na ke misire kita o wano gondi o wasalini o hataji demandenga sorobe nuga misire ntugana ana loho misire demandana ana loho Misire kena sigira gisire nya misire ka o watu nanti salemba nentanyana nongani balkawandu nyana khali durusunu nyana khali
kharangundu siyan chunyana leminankara wanka krisinkara o hatajia germany nohonga o hatajia deutschland nohonga o hatajia agai menugara sahandu benwari derin karan kama abe wole nyama hanisai mbadi mandin kolu anaka moilal ntolu mesiri german le deutschland mbe misiri kuole ton na misiro atele to munyinti masjid bilal ni misiro na datile mbe saloke ka akono mbara luwaso to kamsa bari kumo betula mento sainten ntol sulata ni misiro la coming na san bari ala sandiri kodo na bulobu ka wosi andu mako iro menkana misiro la karola adoya tabake madimol albe dula o dula alisa jibin na nyimmisiro lafitale ntolu natolu be ninka futa na nyimmisiro san kila ye mem banke sallallahu alayhi wa sallama akafoko momen ka bulo kafu momen na bumolo alai hani naketa femmen doyata ay misalo landi akan ite femfem bondi ibe wole sotola andu mbadi ngol nsulata bakele andu nasularo na itandali lale alsimma koino na nyimmisiro soto na nyimmisiro san asike muslimo latati aliyaje santo nyame wolemu muslimonu menupota afrika mafangola ila kafumi ya lonko ila fita kanyimmisiro san nyimmisiro ik niye jibere oke na numero soto le men ya lonko misiro la bank account olu me ya lonko nimmo mo la fita kamako iroke niye nyinuta ye information ota duma aketa telefono la karotiba akota facebook la karotiba aketa email address la karotiba misiro be Dusseldorf abe germany kono wole mu kuoti ngamen futandalima barakallahu fikum. This is our contour number that we have here for the spending of for Masjid Bilal. We have an organization here which is called Deutsch Afrikanische Islamische Kulturverein. As I said, we have an African organization here in Düsseldorf. We are looking for spending. That means we are looking for donation for Masjid al Bilal. This is our masjid here in Düsseldorf, which is of the on the Brunnenstraße street. We have the Konto, that's account number here, which is we are looking for a new masjid to be built. It means we are looking for donations from people for this new masjid that we have in our plan to build in Düsseldorf here. So we need your donation in the name of Allah. May Allah bless everybody. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay. Ya ku jama'a muna da masallaci nan gadda muke kiran shi Masjid al-Bilal. Wannan masallaci yana ni taimako wurin kowane musulmi da musulma. Wannan shine account number da muke da shi. Wannan masallaci sunan shi Masjid al-Bilal yana Düsseldorf nan ga. Muna ni wannan muna neman taimako a wurin through wannan account number da muka sa kan board nga. Account number shike ya inda kana son ka sa kudin ka saboda Allah muna da account number ga da aka zana konto in haba dike ifao she sa in Allah yadda ya baka iko ko ka dan kake da shi ko ya kake da shi muna neman taimako ka ba mu insha Allah isa ina muna gode muku ga wadanda za su yi wanga taimako Allah ba da sa da rabu. Medaille de Aliassau Idriss Wombiga Nagase Eso Ekpazi Adin Islam Wombiga Nagas Dussel Dofi Chenje Domalu Wamba Da Jagda De Lano Kudomo Da Lano Kudomona Beka Dozo Lessi Do You Jingiri Amajingi Kinga Kumuka Dozo Lessi Do You Dida Kubonde Beka De Beze
belamaluamba isuluki danguli de biacho denzeso dalang adin islam deba wembi biele dede no kada kokanga kada idege Dutch Africanisha Islamica Cultura FAO beka jingiri de idege Masjid Bilale blana dozole sena maluamba dogo bia maluamba babeze bete beka maluande ebeze bedebe zanda dede numero de compte kledo knablado do mebe na ble na dede numero de telefoni beka farandu enki jingi kongo na knable Dusseldorf Brunnerstrasse numero 39 mes amis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum en Allemagne à Dusseldorf. À Düsseldorf, les Africains, ils se sont réveillés, ils se sont dit pourquoi on va prier ailleurs que notre propre mosquée. Pourquoi nos enfants vont apprendre le Coran dans une autre mosquée que le nôtre. Ils se sont réunis, alhamdoulilah, et c'est la seule association en Allemagne ici où il n'y a pas une seule nationalité. Ils sont mélangés. Il y a des Sénégalais, des Togolais, Kotokoli, ya, Kotokoli, mashallah, Hausa, Jola Zinhia, Mandenkole Zinda, Soninke, mashallah, Joga des Ivoiriens, ils sont encore là. Ils ne voient rien, mais ils sont venus quand même, alhamdulillah. C'est pour ça, les frères, Soninke. Non, Soninke. Okun Soninkonya. C'est pour ça, les frères, Inch'Allah, on essaye de faire un travail tous ensemble pour qu'on puisse acheter la mosquée, pour qu'on puisse acheter. On veut être quoi? C'est pas locataire, hein, c'est pas juste louer, on veut être propriétaire. Pour ça, on a besoin de chacun d'entre vous, Inch'Allah, que chacun donne toutes les coordonnées sont là, Inch'Allah. Fabarakallahu fikum. Bismillahi Rahmani Rahim. Rabbi Shrahli Sadri, Wayasirli Amri, Wahl Lordatan Millisani, Yafou Khawli. Mboki Juli Difiteo, Nyungilin Dunyu. Tibatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi sant yalla bu baax bi mu ñu bolé ci jotaay bu sel bu tedd bi lu way di wut ci aduna ludul téwé jotaay yu mel ni yaakar na né sank nga ko ndax jotaay mënta gëna reey mukk. Ñu né ay julit yu bolé séni doolé bolé séni paspas né dañuy tabaxal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala jakka liggéey bobu amul liggéey bu ko gëna reey ci kaw suuf amul liggéey bu ko gëna tedd ci kaw suuf kon su ngeen ñu wowe ci jotaay bu mel ni waxuma wuyisi len rek dé waye dañ leen warona fay. Kep ko warona dugg fi ci jotaay bi da nga warona fay xaaliss ngir dugg fi ndax yiw wi nga xamne mom nga fi jele kon fa tabarakallah innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum islah joju mom ngeen di def ni kon yalla mi nga xamne mom mo len wotelo mom rek mo len meuna fay yalla sutural na len sutural ñun ñep bañu ñew fi ngir dagante suñu wërseuk suñu mbokk yi ñu bayyi afrique ñu nekk ci ciono nekk ci pauvreté ñun defalu ñu yalla lutax yalla indi ñu fi bayyi len fofu kon su fekente ne ci suñu wërseuk ñi ngi ci xalat tabaxal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kër te yalla kat neena kep ko xamne def nga ci sama kër muy jakka lu toll ni benn brique su ëllëgé dina la ko fay kër ci aljanna kon loolu rek jarna kenn ku ci nekk nga mirage sa bop def ko ci keur yalla gi ndax wawajadu ma amilu hadiran su ëllëgé la ngeen liggéey yalla dana leen ko tegal ci seen kanam mu téru leen way way ku sañon sa jëf ju baax téru la ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla na yalla def jam yalla na yalla barkel liggéey bi te mu gaaw lool ñun ñepp kenn ku ci nekk na ci def sa wërseuk waye nak nañu ñaan ndax fi ñukoy def doonul fa nga xamne ñun fa lañu joggé fi ñukoy def dafa am borom waye suñu wërseuk mo fi nek ñuko fi wursi liñu bëgg nañ ko ñaan yalla addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaayu julit kon nañ leen ngannaayo ñaan kenn rek nak moy yoy ñaan moy yalla
té liñ koy ñaan yomb nako kat té liñ koy ñaan it mom la bëgg kërëm yu tassaro ci kaw suuf kon fa tabarakallahu yalla na yalla barkel jotaay bi ñu ngi leen di sante bu baax ma nga fi sogo ñew waye melna ni defna fi 100 ans ndax li ngeen di woté tabarakallahu daf ñoo yegg ci xol fim ñu yegg yalla rek moko xam kon yalla na yalla taxaw liggey bi bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam ñu ngi santat yalla bu baax di santit ki nga xamne mom mo tax ñu tew ci jotaay bi muy kolimi tabarakallah ñu ngi jëge fele ci bubatal ñew tewal fi nak wa bubatal yeb contane nañu bu baax ci mashro bi projet bi yalla yalla motaliko yalla yalla seddal ko guuy yalla ngeen ci am lu upp seen njort yalla nak njort bi kawé tabarakallah ba suñu borom subhanahu wa ta'ala tawul ko bopam ñu ne bu suba inshallah ci lañuy inaugurer li nga xamne moy juma ji yalla liñ fi ñaan lepp luñ fi ñaan yalla nako yalla nangu bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam touré ma ngi lay sante bu baax tabé yomb na lol waye tabé ci daraja mo jafé waye yow tabé nga ci daraja chaise bi yow lañ ko tégalon nga tok fi mbay bima ñëwé dang mako jox kon sa daraja nga ma jox ar rasul nak bi khadril mursal yow la fi togal tabarakallah yalla yalla defal la jam bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakallahu khaira barakallahu fiikum second one kone julaka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abalma salama chema ana amsuma ni ye wele wele ka dale ka bo Düsseldorf onye al salamaton ye amika angire gra awla ka ngire presenter awla wala sa chukom na ka don ka fo anka al salamaton mi nabia ni frafin salamaton ni no frafin sima bon yona presque afrique de l'ouest mo bede balayano tokole bala ivoirien bala ghanaien bala malien bala nigérien bala bibina frafin misri de so do kono ya asien folo leni comme nya fina tokom na nationalité belle bala ni ni na mun ko luwe haketu o fi ma misri o ya sama misri frasu ko misri a folo de ni ambe brune france de sel do misri fla le ba mbolo misri fi ni be ale numero 39 misri ba o ye numero 21 o boni ko la kal sama ton ko na anya ke fana tu no ye do to kasen ye inshallah ni bani u kela am se kan ka shula ta afrique tu ko ma wal ma fana ni mbo ba fe fana ni shube do o fana shube do ya ay to ka misri fana sa donc aka culture no ya africain culture ya ani allemand parce que moi que la choko choko jak la aka jak ya allemand donc anya ke frafin culture ani allemand culture au fla bela gelé donc al slama az misri to le masjid bilal no la bilal la do ya alakraka ant ma foko alakraka joge ma alakraka joge te no ci alakraka misri wallahi sallallahu alayhi wa sallam atola la o de la no ye masjid bilal ni anka continue numero b bo mo ni be foka demé ke fi sabu bilal ka flibi kata ko me lahara do lu moko ibe fon fe ni ni dia kono fami yi tay ye mi do ala ko de la ni sala ko de fray kabru kono no te ba fon fe ke kado etage la kado momblu la kake ka fon gore ke wallahi ni tare beta ko belle toya foni do ye ni ko e saraka tu zaria no ta atoshi ti tay o de la aye ko di moro be misri fon sa le o projet be o fona kontinu moro fre do wala fona ina ko munu fe ka demen ke no fe ka sper ke saraka tu fona di blade ni be donc en tant que le numéro bela jele be ano akatu fra tla la bela jele na inshallah abaka coordonner no so oka ah kuma ma di kuma jele ko da presentation sur no ka a presenter ala wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakallahu khair wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh so my brother sisters the islam is a brother they have alles gesagt they say everything now so alhamdulillah it's up to ourselves now. Everybody have to take it as your own masjid to do what you can. The contour number, everything's here. There is no travelling. Mandinka, Ghana, Nigeria, Gambia, Togo, Elfenbein Coast. Everybody, this is our duty now. This is our duty. So we have to consider this place here. Like as the brother said before,
People are coming very far away to come and meet us here. And we are living here in Düsseldorf. We have to be wake up and take the things very serious. This is no more joke. Madrasa, everything's here. The children, they are coming here. We have a lot of children here. Me, I'm going to different masjid. I see a lot of black children there. And this is also the Arab. And this is black people who own here. So we have to bring our children here. It's very important. Yawm al-Qiyamah. Everybody is for Antwon. You have to be asking. It's in the hadith. Kul Qura'in, kul Mas'ulu. This is everybody. You have to take it serious to bring your children to learn. This is what I'm telling my brother and sister. If your husband is maybe the foul, give him power to come. We have good sisters here. We have very good women here. We have both soon assessed here in Dutch life, the Frauen. We have also hoffner by Allah. We have also hoffner by Frauen out. We are equal, Frauen men. Also assessed Brown by OS out. Name alle zwei Hände, ganz fest. We are Brown healthy. Frauen out damal by Sahaba. The Hamadi Sahaba era men geholfen. We are brought under help out. We want to stay in the under the we are staying here in Deutschland. Gerade the Imam had gesagt, we say in Europa. Now we are selber. This is Europa. When you do follow Allah here, do get Janda. And when you follow this, Yom al Qiyamah. Do you can say Allah is new, is why in Germany, or is why in England, Angleterre, or is why in Holland. Yom al Qiyamah. Inshallah, is going to always all is good. Then there is a risk on the hand and helping by hand is not stuck as a hand. Barakallahu fiku. Ala safa katiman. Ama tim. Safa na tim. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقاتلون الله الذين آمنوا وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم.
Kein Junge, ja, habt ihr gesehen? Alle ältere Leute sind so gesessen vor einem kleinen Kind. Warum? Weil der Ahlullah ist. Professor Rasulullah hat dann gesagt, Leute von Allah zu den Sahaben. Leute von Allah, Sahaben sagen, ja Rasulullah, wer sind die? Sagt Ahlullah. Leute vom Koran sind Leute von Allah. Wie groß ist diese Stufe? Leute von Allah, ganze Welt gehört Allah, aber davon Allah hat Leute ausgewählt, die seine Leute sind. Seine Leute. Stell dir mal vor, Leute von Merkel, Leute von Bill Gates. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, seine Leute, Ahl-Quran. So sind diese Leute. Deswegen, liebe Bruder, das ist, wo man investieren kann, richtig investieren kann. Mahmoud, anfangen. Da muss man investieren. Ja, jede einzelne Harf, die wir gelesen haben, was gibt der? Man kann Harfen mit Kitabillah, Falahu, Hasanawa, und Hasan Beashi, Anfaliha. Er kriegt das, aber sein Vater, der gar nichts macht, der kriegt auch so viel. Das ist so, hat sein Opfer, ganze Familie hat Opfer gemacht, so nach Afrika geschickt. Stell mal vor, der war in Senegal ohne seinen Vater. Okay, Senegal ist Paradies für Gambianer Leute, aber trotzdem, ohne Papa, Mama war ein bisschen schwer, ja. Wir waren weit von Papa, weit von Mama. Das sind sehr schwierige Sachen, ja. Aber für ihn war es schwer, aber seine Mutter und sein Vater waren noch schwer. Weil wenn du ein kleines Kind hast, du weißt, mit wem er ist, was er macht, was er gegessen haben, wo er schläft, das ist nicht leicht für einen Vater. Deswegen, inshallah, diese Opfer lassen uns machen. Weil doch Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Möge Allah uns von den Macht, inshallah. Sheikh, Fadl. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فاضل ولو شيخ مدمع الشيخ الفاضل عبد الله تنكرا اللي مني كديسولدوف ميسي دي مني سونينكو فتام بنون تاني أن من نسيمان كات من نخاكم واتا أغا فوسرونو خبيلا كي سارانوكو أغا فوسرونو ميسي دي كغوليانانو طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كيتاي walhamdulillah ori menyenga ke menye be ogarina dabari ajongintena osilama khunga sirono oganani dingira swa orai mekapa onanya banei lenki tawenya serempo gabelli khanne banen tayernan kunne soninke ngayernan kunne wolofo ngayernan kunne malinke ngayernan kunne jolan ayernan kunne hausan ayernan kunne angle asuwa ayernan kunne fofo gan african kanenya ada selanga walhamdulillah hatam binira serempo gabelli etawe yahrun ayernan kunne lomunun ayernan kunne walhamdulillah rabbil alamin idan odan ketare kundu oda simmana ogada kebera gana fahamu nanti jaha odebungananya hari galatumi ora wai dingira wutu na hagati wutu ona mekahu ona mesimmandi allah digamunga ona mesimmandi allah farindigamunga ara gollu sallallahu alayhi wasallam hokeme menye kunu idan kemenye kunu oda kitano kunga gelisoro krumbanu yogonu gayernan kunne tuwallema kunna bogi ido menaga kahini salama kun tuwallema kunga ana kemmo wadi khadi kemisire be kundu oga khibarenga ko khay menu gada angari mogombe nanti oga nkawanta oga de mandi kitu benu mundu na khay harisa okore ne katta kenya misire ke khibaru ona katu o dinan sabati yen kilun kita o menu dangani adore mundangani mustaqbalan kane ya khimaga naam بارك الله فيك شيخ اندو براجي واتش وغاملو ننتن كيبي كينيا انكات منا خكون سارانون وغد لمن كيبي ترينك لينكي اغ دغ افريكا نان خرا نالي نا قران خرا نا سوندو موكو لينغون دي لينكي ان منا خكون سارانو كوبيني غا ديري غاملو نيرمون دي افريكا باغي ناندا خرا نعم هومبي غاغو
kelemine begada suratul fatiha khara ogada terinka akhara afrika inali aille khadi ada suratul baqara ragana jopa maga derinka rahana nyamana na lofilandinga wa ala hadha akharan kitekeani bagari kato imogombe sautu kedo sembe yani khanne ndo sembe nyani ba ado dunge nyani harfu nun sa gomonga walhamdulillah rabbil alamin idhan ke kundu anan qawanta nanyanya khe mogo hosire serobenu gatawe ana hamilidi nanti igare mengan katunu na ku ayanu menu lagani khara alla digan kane muslimon ta gudingira iga dahamme kitana iga sondon temkuye kitana iga allan kane kitana agi chundindini katta gollunga idan sarana yigu sarana ya kharu kele mine gara kebe men dabari amin gabe nyani me okuwa makhayir nan kunne khadi amin magabo o wa hamminiya allana ku menu nya gabondi odangani anya igara ke qur'ana ida tangati kilebeiba mira tanga afrika iba mira tanga jamane ke imeno gonga arwa nyana siha keswa kha atogo sarana nyamaga hammibe agawutu are mengaraba alla kitabem pammingutu asbabu ngili sarana pinai naam ya ando braje sheikh barakallahu fik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi taxaw fek sunu sheikh barakallahu fik ñu ngi lay sante dila gërem ci sa jotaay bi nga ñëwé sét ñu ak wax yu rafet ñu fi wax légui dañu bëgg inshallah parce que li télévision bo xamné mbokk yi dañ koy sétane lan nga mëna wax ci jotaay bi tay nga xamné nit ñi dañ ko jëriño ak surtout xalé bi ñu dégg mu jangal ñu alquran bi papam sacrifié wu yobbu ko afrique mu jang afrique mu ñëw di ñu jangal alquran lan ngay wax ci wajur yi pour ñi indi sa ndom ñu ñëw jang alquran fi wala ñu dem jang ko afrique أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ني نغي لين دي نيو دي لين زياره بو باخ باخ دي لين بالو حق تام دي لين بال دي نيان سونو بوروم بي سبحانه وتعالى مبولي نيو بال ندخ يالا موم موني انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني بنوما نيت اك جين لودول ني جاموما تي جامو يالا جي جين ني دي ديف ييب دارا جيتو ووتي تباخال سونو بوروم بي سبحانه وتعالى كير غو خامني كير يالا لي تودو كير يالا موي جاكا كون سوغن ديمي با سين خيل يال نيب نيكول سي تباخ سيني كير يين مي نين بغا ديلو سونو بوروم بي سبحانه وتعالى نجوكل سي ترانغ ييغا خامني ديفال نالين كو نين مونونا جودو mu lagal len ngeen meunono juddou mu jël sen bakan ngeen meunono juddou mu bol len ci wenen xet waye ngeen juddou mu bol len ci kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ngeen xam responsabilité bobu diko doxé ci rewma diko doxé fi ci rewum nasaran muy almagne kon lolu sante yalla la kon yeen xam ngeen ne yalla mo len sak te xam ngeen ne mission mom mo lay indi fi ci kaw souf mission bobu nak jihad la fi sabilillah yeen nang ci bay sen war bu baakha baax té insha allah taala ñu fas lenté yene fekk ci bay ñu suñu war tay wax nako sank suñu ñëwé fi dañ leena wara fay fi tay julit bu fi ñëw di nga fi am yi wo xamné sa bop sa mizanu hasanat lay bok bokul ak yeen ñi nga xamné yeen yeena am initiative bi sen mizanu hasanat li ci dem mo upp fuf ñun suñu mizanu hasanat li ci dem ndax yeen yeena wote jotaay bi waye kep ko xamné ñëw na fi yi wo mu am yeen da ngeen ci am ba paré bolé ko ak sen yi kon tabarak allah yalna yalla wa anal masajid lillah yalla mom mom jakam yi kon nagn len tabaxal yalla ay keur fi ci kaw souf su fekenteene beug nañu su ëllëgé mu fay ñu ay keur ci aljanna kon ñu ngi santat yalla bu baax ñi nga xamne nak ñoy ay wayjur jël seeni dom sacrifier sen bop jël seeni dom jox len alquran afdalu ma yutla wa ma yuqal lepp lo xamne li gën ci li ñuy wax wala li gën ci li ñuy jang moy khiraatul quran njangum alquran mo gën ci bép lak bu nit di wax ci kaw souf kon yeen su ngeen xamé lolou jël sen njabot xittal len ci alquran bañ koy tari ci anam bu sel bu yiw bu tay bi kon ñun ñepp dañ ci sante yalla sank imam wax nako ben harafu alquran mëna shafa'a la mëna ramu xalé bi ramu ndayam ramu bayam ramu juroom ñaari mamam kon alif lam mim la fi jang ba muflihun ñaata araf la fi jang
kon tabarakallah xewal gogu nit nak dina am lo xamne xamuko nit dina am or yaakar ne tabarakallah peurem la am nit dina am peurem xamne li kat peurem la du or tabarakallah mais li tay jotaay bi ay jamaa'i jamaa lañ fi jëlé tabarakallah jamaa yo xamne mi ngi joggé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu tataané ko fan ci neegam bi nga xamne yeen fi taxaw diko dundal tabarakallah amel nañ len cient amel nañ len njukkal juliti aduna bi yépp amel nañ len njukkal asumara na juliti afrique yi parce que lima gëna neex ci sen dajé mi moy da nga na jël association bi tuddé ko association bép africain bo xamné nek nga fi ci Allemagne kon tabarakallah mënon ngén association sénégalais association gabonais mais dajalé ngén ummatu africain bi yépp def lé waqtasimo bi hablillah jami'an wala tafarraqo tay mom dund ngén ko fi ci Allemagne kon yalla na yalla barkel bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala do dañu bëgg am sa gis gis ci initiative bi nga wax légui bi togon fi dañu né dañuy tuddé affaire bi africain comme xamnañ né africain dafa bari ay tariqa dafa bari ay ki ñu né duñ fi tuddé ben tariqa duñ fi tuddé ben nation donc ce qui fait gi naka nga gissé lolu tamit rafetaay bi gis nga ko tay kèn ñew fi di woté man lila kèn ñew fi di woté man lila parce que gis nga ko yow islam képp ku woté islam rek war nañu bokk quoi képp ko xamné woté nga islam war nañu bokk c'est gis gis lan la ci lolu wa xam nga suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo ne inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum kon ñun dañu bëgg bok ci ñooñu inna akramakum 'inda allahi atqakum dañu bëgg bok ci ñooñu yalla neena man ma leen sak ci goor ak ci jigen ma def leen ay kurel ngir ngeen xamanté bobu tay mo jur li kon fa tabarakallah waye nak ñu bëgg bok ci ñinga xamne ñom la yalla ni inna akramakum indallahi atqakum ñinga xamne ñom la yalla gënal téral moy ñinga xamne ño leen gëna ragal yalla ño leen gëna gëm yalla kon fa tabarakallah initiative bi dal nañ ko tek ci inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yalla yalla barkel mbolo mi bi jaay nabi mustafa alayhi salam ko demé nak wa bi portal nga bañ leen faté nga indir ñu bari leg ha jola yek sosé yek ñepp nañ ñew inshallah jerejeuf cheikh barakallahu fik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh business mit unsere geschäftsführer mashallah meine frage ist wie ist dein gefühl heute nach dieser sitzung nach dieser veranstaltung ska nu alhamdulillah sagen alhamdulillah rabbil alamin is bin überwältig ehrlich gesagt vor so einer kurzfristige organisation dass wir so eine anwesende Leute haben, wallahi, das habe ich nicht erwartet. Das zeigt nur, dass wir haben große Arbeit vor uns. Und wenn wir hier versagt, Bruder, das ist unsere Schuld. Wir müssen nur die Leute aufrufen. Wir müssen nichts aufgeben. Einfach weiter Infos weitergeben. Und jetzt, ich meine heute, wie die Leute antwortet haben, was ist deine, wie sagt man, deine Ziel jetzt mit den Leuten? Meine Ziel ist, die Infos, was wir heute hier gegeben, dass die Leute das einfach weiter verbreiten. An die Familie, an die Freunde, an den Bekannterkreis und sogar die Kinder auch, weil die sind die Zukunft. Die müssen diese Arbeit von uns morgen übernehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr, 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 sehr froh nach der Veranstaltung, die Fragen, die dazu kommen. Das zeigt, dass die Leute Info haben. Einige sagen, ihr müsst das jeden Monat einmal machen. Ihr müsst das jeden Monat einmal machen. Ja, das war sogar meine Frage. Was meinst du dann? Sollen wir das mehr als einmal mindestens machen im Jahr? Oder sollen wir nur in diese einmalige vielleicht bleiben? Das wäre eine Diskussion im Vorstand. Dieser Punkt werden wir in den Vorstand bringen. Wie können wir diese so eine Veranstaltung hier organisieren? Machen wir das regelmäßig jedes Quartal? Oder einmal im Jahr oder einmal in jedes halbes Jahr. Das wäre ein Thema, die der Vorstand in den nächsten Tagen gucken wird. Ja, und meine letzte Frage ist, in diesen Sitzungen, was hat dich mehr gefallen? Was waren die Sachen, die dich getroffen? Also zwei Sachen hat mich hier wirklich bewegt. Unser Sheikh hat hier profitiert in allen Sprachen. In allen Sprachen. Das war gut, ja? Kein, und da war Improvision, keiner hat das. Also mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß, der Bruder kommt zu mir und dann hat er gesagt,
Wir haben gesagt, wir werden eine Videobotschaft machen in mehrerer Sprache. Und dann habe ich gesagt, nee, diese Zeit haben wir heute nicht. Auf einmal ist sehr, dass das in Aktion war. Das war eine Macht von Allah. Wallah, das ist von ihm. Der hat mir gesagt, ich will nur aufstehen. Am Anfang sagt, ich will reden, aufstehen. Ich habe gesagt, was willst du? Und er kommt zu den Dingen. Das war der Highlight. Ich denke, diese Teile von diesem Video in jeder einzelnen Sprache werden wir abschneiden, verarbeiten, in die Welt schicken. Das ist auch unser Ziel, dass jeder Afrikaner also auf seine Sprache sich finden, ja, von seiner Sprache, von seiner Kultur und so weiter. Ja. Und die zweite ist unser Freund, der Buba. Unsere Nachbarn, mit denen haben wir hier diesen Verein gegründet. Wir haben immer gesagt, unser Ziel ist unsere Zukunft, unsere Kinder. Denen werden wir morgen die Verantwortung geben. Wir haben Buba gesehen, der hat hier seinen Sohn gebracht, der hat seinen Sohn nach Afrika gebracht, der hat Koran gelernt, der ist hier wieder und hatte hier diese erste Sura oder die zweite Sura von dem Koran vor uns gelesen. Das war eine Gänsehaut, weil morgen, wenn Buba sein Sohn hier vor uns steht als Imam, er wird ein tolles Kind sein, zu sagen, dieser Platz, als dieser Masjid gebaut wurde, mein Vater war dabei. Der war an dem ersten Tag dabei, bis zu diesem Tag. Deswegen es ist wichtig für jeder von uns, dass wir unsere Kinder zum Masjid bringen, besonders hier in dieser Masjid, dass die auch teilnehmen, dass die auch sehen, wie engagiert deren Vater ist, deren Eltern ist, entweder Mutterseite oder Vaterseite. Wenn du morgen nicht da bist, dein Sohn weiß, was du hier verarbeitet hast und der wird nicht einfach an der Seite sitzen und gucken, wie das Ding kaputt geht. Das ist unser Zuhause. Jetzt, inshallah, wir können nicht reden ohne über den Bruder, der diese Manschallah Fernsehen für immer, der hat immer diesen Wunsch gehabt, wie kann er dem Verein helfen, hat ein Mikrofon gebracht hier, jetzt der kommt heute mit seinen Materialien, hat das genommen. Wie kannst du, was sagst du zu denen? GAM TV ist unser TV. Ganz einfach, das ist unser. Als wir diesen Verein gegründet haben, die ersten zwei Treffen, ein Bruder hat gesagt, ich bringe jemanden, der Erfahrung haben. Der ist gekommen, der hat uns zu Mr. G gebracht. Mr. G hat uns begleitet, bis dieser Verein gegründet ist. Seitdem, der hat immer jedes Mal Vorschlag gegeben. Ihr müsst eure Botschaft verkaufen. Ihr müsst eure Nachrichten weitergeben an die Welt. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Geschäftsführer, ich frage, ja? Du antwortest. Ja, warum haben wir nicht gemacht? Ich denke, wir haben uns selber nicht vertraut. Das ist das Problem. Wir haben uns einfach nicht vertraut. Wir denken, wir schaffen das nicht. Alles, was wir auf den Tisch bringen, wenn das so groß ist, wir denken, nein, wir schaffen das nicht. Das ist unser Problem. Obwohl, wir haben den Markt. Wir haben jemanden, der hat einen Fernseher. Der ist auf verschiedenen Kanälen, auf Facebook, auf YouTube. Es ist nicht nur einfach Facebook, sondern ein ganz normaler Fernseher, wo du in deinem Wohnzimmer sitzt und Fernseher schaust. So einen Fernseher hat er. Und der macht das alles für sonst, umsonst, null. Bruder, der ist traurig, ja? fünf Stunden heute gefahren. Als ich mit ihm telefoniert habe, hat er gesagt, ich komme sofort. Ich komme sofort, das muss ich nicht umgehen lassen. Und er ist die Technik. Er gebaut. Deswegen sage ich, Bruder, die Umma, wallahi, wir können das verbreiten. Wir haben einen Fernseher. Wir haben einen, der ist ein Maler. Wir haben einen, der ist ein Maurer. Wir haben einen, der ist Gelernter. Wir können ihm alle fragen, wenn es um Dien geht. Wir haben einen, der ist Transporter. Wir haben alles, jede mögliche Bereich. Wenn wir zusammenkommen, Bruder, wir brauchen keine Unterstützung draußen. Alles kriegen wir im Haus. Wir kriegen alles im Haus. Und jetzt, du hast jetzt über den Sohn von Buba gesprochen. Der war in Afrika. Vielleicht jeder kann seinen Sohn bringen, ne? Jeder kann seine Tochter bringen. Genau. Wir haben, ich glaube, Möglichkeit hier. Das heißt, wenn die nicht nach Afrika gehen, die können auch hier lernen, gut lernen. Genau wie heute, wir haben gesehen, wie die Kinder, mashallah, gewesen. Ne? Wir haben gesehen hier, wir haben hier eine Matratze. Wir haben eine Matratze in unserer Masjid. Deine Kind, deine Tochter kommt in eine Masjid, wo dein Vater dabei war, als diese Masjid gebaut wurde. Es gibt nichts Besseres als das. Und zweitens, die Beste daran ist, Kinder, guck mal, die Kinder, was die spielen da.
So, in anderen Moscheen, ich selber, ich habe diese Erfahrung, meine Kinder habe ich woanders gebracht, die können nicht sowas machen. Wenn du hier dein Kind bringst, wenn du hier nochmal wiederkommst, Wallahi, der wird nicht zu Hause sitzen, der wird hinter dir fahren. Denn die Kind ist einfach mit Masjid aufgewachsen. Gerade in einem Land, wo wir sind, ich glaube, das hier ist eine Gelegenheit, die jeder nutzen soll. Dankeschön, das war unser Geschäftsführer von dem Verein. Und der Junge ist da, Ibrahim Kamara. Der war in Afrika. Ibrahim, salam alaikum. Alles klar, auf Deutsch oder auf Soninke? Auf Deutsch? Schaffst du, ja? Mashallah, das ist unser Sohn, der war in Afrika. Wie lange warst du da? Ich war da für 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Und hast du Koran, komplett Koran? Nicht komplett, aber meistens, ja, das meiste. Bald jetzt, inshallah. Ja, inshallah. Du gehst wieder zurück, ha? Damit es zu Ende macht, inshallah. Aber auf jeden Fall, du wirst Hafiz, inshallah. Ja? Ja, also... Was sagst du jetzt für die anderen, die wie du machen wollen? Also, wenn ihr es versuchen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Weil der Anfang wird immer schwer. Also, wo ich da war, habe ich immer meinen Vater angerufen, habe dann immer gesagt, das ist sehr schwer, hol mich hier raus, das ist sehr schwer. Er hat mir immer gesagt, trau an dich selber, vertrau dir einfach. Das wird immer leichter. Also der Anfang ist immer schwer, aber das Ende wird immer schön. Und das hast du genießen, ne? Hast du ein bisschen, ja, Geschmack bekommen? Ja, genau. Wie schmeckt das denn? Es schmeckt einfach wunderbar. Weil du hast gesehen heute, du warst ein bisschen stolz auch auf dich, ja? Wo alle ältere Brüder, Papa, die aufgesitzen, zugehört und so weiter. Das hat dich, mashallah, gefallen, ne, oder? Ja, hat mir sehr gefallen, ja. Es gefällt mir auch, dass andere Leute froh sind. Und ich habe gehört sogar, ihr da, nach jedem Gebet, ihr macht Dua für die Eltern. Stimmt oder nicht? Wie bitte? Ihr macht mit Gebet Dua für die Eltern, ne? Für Papa und Mama. Ja, ja, das machen wir, ja. Ja, das heißt, jeder Vater soll überlegen, ne? Dass sein Sohn erstmal Fisabilillah ist, weil du weißt schon, ne? Man, wer rausgeht, für Ilm zu erlangen, der ist Fisabilillah. Ja? Und die Malaika machen den Flieger unter seinen Füßen. Alle Lebensweise macht Dua für ihn, aber er macht Dua für seine Eltern. Stimmt oder nicht? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja? Mashallah. Barakallahu fiha. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wir können nichts, die Sachen zu Ende machen und uns bedanken bei den Frauen. Ne? Wir haben gesehen, alle sind am Essen, die haben viel gut gekocht. Sehr, sehr lecker und wir sind sehr, sehr dankbar. Das zeigt, dass Din wird nie laufen ohne Frauen. Fajazahunallahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.